Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Kotzt mich das an. Irgendwie funktioniert das hier wieder alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich weiß auch nicht. Controller spielen ist echt kacke. Bist du dran, Lukas? Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Ja. Yep. Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Na bitte, bitte, bitte. Das schaffe ich doch nicht. Schau ich nicht, ne. Voll erwischt. Oh, wünscht mir Glück. Hui. Kann doch jetzt nicht mehr so einfach sein, oder? Okay, der hier ist verwirrend. Na gut. Das habe ich. Und da haben wir dieses Chroma bekommen. Toll, und wir können es jetzt nicht sehen. Als ich den Anruf erhielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Kanes Ex-Freundin. Nein, sie ist tot. Oh nö. Oh, wie traurig ist das denn? Nein. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Oh nein. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf. Stimmt. Als sei er von vornherein kalt. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Hm.
Warum sind Sie von lauter Toten umgeben, Lukas? Was geschah mit Tiffany und dieser alten Frau, Agatha? Das Orakel wollte mich ausschalten, denn ich war ihm lästig geworden. Er wollte Agatha mundtot machen und er benutzte Tiffany, um mir eine Falle zu stellen. Scheiße. All diese Toten, er spricht so gefühllos darüber, als ob ihm nichts mehr wichtig wäre. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Ja, Töpfe. Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Seine Hand. Eiskalt. Ach, Tiffany. Ich habe mir einen neuen Mülleimer gekauft, der selbstständig bei Sensor die Klappe aufmacht und dann halt auch wieder selbstständig schließt. Ganz witzig. Und ich gebe Gegenständen, neuen Gegenständen, die ich cool finde, gebe ich immer Namen. Mein PC heißt zum Beispiel Claire. Meine Bohrmaschine heißt... das hört sich jetzt so doof an. Meine Bohrmaschine heißt Jacqueline und mein Akkuschrauber Chantal. Und mein neuer Mülleimer heißt Tiffany. Den hatte ich aber schon vorher so genannt. Ja, weiß ich nicht. Ist eine blöde Angewohnheit. Okay, unbekannter Ort, Polizeiwache. Ja, komm, wir nehmen erst ihn, weil wir jetzt gerade die beiden hatten. Nehmen wir jetzt ihn. Fast im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Die Armee wurde beauftragt, Unterschlupf und die notwendigsten Güter bereitzustellen. Aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Die Wissenschaftler können sich diese Kältewelle, die inzwischen den gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklären. Die Temperaturen sinken weiterhin weltweit. Die Behörden... Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit 2 Tagen kein Auge mehr zugetan. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Mir ist alles abgefroren. Puh. Du, Carla, kann ich dich mal ganz offen was fragen? Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Ich glaube, du solltest besser nicht darin verwickelt werden, Tyler. Die ganze Geschichte ist viel komplexer, als wir dachten. Sam. Sie gekommen, um Schluss zu machen? Sam, was machst du denn hier, Baby? In 1 Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn's sein muss, auch ohne dich. Wenn du mich wirklich liebst, gibst du deinen Job auf und kommst mit. Wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Oh, Mädel. Du musst dich entscheiden, Tyler. Ich
ich liebe dich auch, Sam. Für nichts in der Welt würde ich dich aufgeben. Tyler, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Erklär ich gleich. Ich komme sofort. Ich muss dazu kurz stoppen. Warum habe ich das jetzt gewählt? Normalerweise würde ich sagen, was ist so ein zweitschneidiges Schwert, kann man sagen. Auf eine Art, klar, ist eine Beziehung wichtig. Manchmal ist sie sogar wichtiger als der Job. Manchmal ist aber auch der Job wichtiger als die Beziehung. Es kommt immer drauf an. Sie zum Beispiel, sie drängt immer sehr, dass sie natürlich keinen Bock darauf hat, dass er Bulle ist und sein Leben verlieren könnte und alles, und das kann ich verstehen. So, das ist, er ist jetzt Polizist und so, ich kann die Sache verstehen, ne? Normalerweise hätte ich aber eigentlich gesagt, von wegen so, nein, er bleibt da und macht seine Arbeit, aber dann hätte er ja seine Liebe ja verloren. Auf einer Art wäre es mir scheißegal gewesen, weil dann kann sie einen nicht wirklich lieben, wenn sie ihm vor diese Wahl stellt. So finde ich das jetzt auf jeden Fall. Aber wiederum, wenn ich das jetzt so als Frau sehe und ich sage mal, mein Mann oder meine Frau und wäre Polizist und dann hätte ich auch die ganze Zeit immer so ein Unwohlsein, ne, dass der irgendwann nicht mehr nicht mehr nach Hause kommt. Und finde ich auch nicht so schön. Deswegen, und dadurch, dass Carla ja schon zu ihm gesagt hat, er soll sich raushalten und sie von sich aus schon nichts erzählt hat, denke ich mal, dass sie auch nicht möchte, dass er in Schwierigkeiten gerät, und deswegen schicke ich ihn jetzt halt fort. Carla, ich... Solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück in Florida, Tyler. Das war's? Oh nein. Scher dich weg. Blitzen konnte ich gar nicht machen. Wir sind bei Carla? Was? Sie kann in Unterwäsche nicht die Tür öffnen. Da wären wir. Bist du dir deiner Sache sicher? Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Sie kann nicht in Unterwäsche die Tür öffnen, wenn ihr schwuler Freund davor steht, aber halbnackt rumlaufen, während ein Fremder bei ihr auf der Couch wohnt? Es ist natürlich schon interessant, ob was gewesen wäre, wenn wir Tyler behalten hätten. Na gut, dass er nicht friert, das sehen wir. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Okay, verstanden. Wir müssen rennen. Gott zum Gruße. Hallo. Hallo. Sie dürfen da nicht rein. Halt mich doch auf. Ich muss mich beeilen. Das Orakel wird jeden Moment da sein. War das das Zimmer? Sie dürfen da nicht rein. Ja, das ist sie. Ich habe dich im Traum gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen sofort von hier weg. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Okay. Creepy. Aha. Du lebst also noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst,
wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Oh. Gut, dass da ein Notausgang war. Oh. Mm. Es zieht. Du musst hier bleiben. Und rühr dich nicht vom Fleck, okay? Ich komm zurück und hol dich. Hoffentlich. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist so der Grund, warum ich zum Beispiel keine... ich gucke ja gerne japanische Serien auf Netflix und so. Auch gerne mit Untertitel und alles drum und dran. Und ich gucke auch gerne japanische Filme. Aber ich gucke nicht diese... diese Art Kung-Fu-Filme. Sag ich jetzt also Kung-Fu, jetzt nicht diese Karate-Filme. Oder sowas. Weil, ich finde das da immer ziemlich übertrieben mit dem Kämpfen, dass sie da in der Luft schweben und das alles. Also das finde ich schon ein bisschen... Ich meine, ich bin zwar sehr fantasiemäßig angehaucht, aber das ist schon ein bisschen too much. Man muss es nicht übertreiben, finde ich, ey. Und genauso kommt mir das jetzt gerade auch vor. Scheiße. Ich habe aber gedrückt. Ja! Oh mein Gott. Oh. Unerwartet, aber ja, nicht schlecht. Ja, Specht. Ja, super. Echt jetzt? Nein!
beendet meine Geschichte. Ich hatte versagt. Mir war es fast gelungen, mit dem Indigo-Kind zufrieden. Ich hätte sie beschützen und die Menschheit retten können. Aber das Orakel war stärker gewesen als ich. Ich weiß nicht, was dann geschah. Und um ehrlich zu sein, will ich das auch lieber nicht wissen. Auch echt alles wieder? Ja, jetzt geht gar nichts mehr bei mir. Okay. Oh, ich habe 2 Leben. Boah, ich kann nie mehr, ey. Ihr glaubt gar nicht, dieses R1 und L1 zu drücken immer hintereinander, das ist sau anstrengend nach einer Zeit. Nein! Wieso bin ich gescheitert? Ich versteh's nicht. Super, ey. Ein Leben verloren. Leute, wir müssen uns anstrengen. Komm, bitte. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Oh Gott! Ah.
Ich kann nicht mehr. Oh, Gotthelle. Oh. Oh, das ist so anstrengend. Scheiße. Hui. Hui. Oh Gott. Sie haben das Kind. Jo. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, sie zu wählen. Wir? Auf wessen Seite stehen Sie, Agatha? Wer sind Sie eigentlich? Wir wollen verhindern, dass der orangene Clan das Kind bekommt. Denn damit könnte er die Menschheit noch stärker kontrollieren. Das Kind braucht ein sicheres, geheimes Zuhause, in dem es niemand mehr für böse Zwecke benutzen kann. Sie haben mich von Anfang an benutzt, oder? Mich manipuliert, damit ich das Kind für Sie finde. Manipuliert würde ich nicht gerade sagen. Eher geleitet. Wir beschützten Sie, weil wir wussten, dass Sie uns zu ihm bringen würden. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Mhm. Wir fanden Ihren Körper und belebten Sie wieder. Aber in Wahrheit sind sie tot, Lukas. Das kann nicht sein. Ich bin nicht tot. Leben, Tod, nichts als abstrakte Begriffe. Sie gaben ihr Leben, damit die Menschheit überleben kann. Sie sind ein Held, Lukas. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen. Und es gelang ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen. Sie haben Ihre Aufgabe gut gemacht. Nein, ich traue Ihnen nicht. Jade bleibt bei mir. Ja, wollte gerade sagen. Du machst einen großen Fehler, Lukas. Ach du Scheiße. Ich werde dich beseitigen müssen. Was? Nein, bitte nicht. Oh Gott, was ist das denn? Oh, ich vergaß ein kleines Detail. Als wir dich wiederbelebten, fügen wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Auf die Plätze? Danke. Ja! Anstrengend. Toll, jetzt hätten wir von zwei... Steh auf, Lukas, schnell! ...Seiten gejagt, von drei sogar. Schnell, hierher! Von drei Seiten, die Bullen sind ja auch noch hinter uns her. Ja, tötet das mal. Danke. Boah, hätten wir das lieber annehmen sollen? Wer ist das? Carla? Wer ist das? Wer ist dieser Typ? Carla? Carla? Keiner redet mit mir. Sie ist die ganze Zeit so lieb und ruhig. Hätten wir das annehmen sollen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht so sicher. Eigentlich finde ich es scheiße, weil, weißt du, ich habe die ganze Arbeit gemacht und jetzt soll ich das Kind einfach übergeben? Ne. Außerdem würde das Kind von denen auch nur missbraucht werden. Denke ich mal. Für ihre eigenen Zwecke.
Oh, ein Bonus. Upsala. Ach, unser Bruder, ne? Und das ist sie? Sie ist das Indigo-Kind? Sie heißt Jade. Sie spricht nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie uns zunächst erstmal beobachtet. Weißt du, wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Er sagte mir, wir sollten ihm folgen. Und was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Ja. Okay, meine Lieben, ich muss aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.